Der Teller wird nicht leer, Jungs, das ist GTA, das heißt, ihr müsst nicht essen. So, ist auch noch alles fertig angerichtet. Die Textur verändert sich nicht. Also so wie im Landwirtschaftssimulator, wobei die das, glaube ich, besser haben. Wow, wow, wow. War, wieso piept das? Ist irgendwie nicht gut. Scheiße, weiter. Der ist so weit weg, er ist so weit weg. Faster, Junge. Nein, aber ich sehe ihn wieder, gar kein Problem. Einfach geradeaus. Aha. Nein, anhalten. Nein. Fuck. Junge, bleib gerade. Aha. Man hat schon seltsamere Dinger gesehen. Wie ein Hedi, der durch die Häuserschluchten fährt. Keine Ahnung. Da vorne ist er, oder? Junge, wie weit fährt denn der noch? Ich verstehe es nicht. Wo ist er? Was? Wo? Scheiße. Wo ist der? Ach, da. Fahr. Wow. Junge, ja. Welchen Tunnel ist er gefahren? Hm? Okay. Wo ist der? Aha. Wo ist denn der Tunnelausgang? Bitte. Wo soll ich denn jetzt hinfliegen, wenn ich nicht weiß, wo er ist? Scheiße, da vorne. Da. Hä? Was verlieren, wenn ich nicht weiß, wo er ist? Da ist er. Bam. Den hast du halt trotzdem gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo Gracie ist. Mir auch relativ egal, solange der Mongo hier endlich mal anhält. Wie lange soll ich ihn hier noch fliegen? Nein. Vorsicht, hoch, runter. Aha. Ja, weiter. Was, rosa Wagen? Gay Tony? Ja. Ja, das würde ich dir zutrauen, ehrlich gesagt. Nein, hoch. Oh, aha. Hoch, runter, alles gut. Okay. Junge, was fährt er denn hier einmal in die Stadt hin, dann wieder zurück und jetzt hier? Jetzt hast du es doch gleich mal, oder? Ah, sieht gut aus, Parkhaus. Ja, dann fahren wir einfach übers Parkhaus, fliegen wir. Ja, vielleicht. Nein, ein Porsche hat keinen Kofferraum. Okay, vorne, aber trotzdem. Da passt keiner rein. Wohin jetzt? Sollen wir da jetzt rein oder wie? Was? Wo ist er? Wo ist er? Da. Hä? Wieso fährt er in ein Parkhaus und wieder raus und uns ist es scheißegal und wir folgen ihm einfach? Das macht einfach keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Jetzt hält er an. So, das reicht, oder? Hast du genug? Ja, mit Sicherheit. Keine Ahnung. Was? Wir dürfen jetzt nicht mal ihm folgen? Was macht das für einen Sinn? Junge, ich verstehe es nicht. So. Was, er ist ein Spielkind, weil er eine SMS schreibt? Aha. Oh ja. Und, gut, GTA ist auch 2007. Gab's überhaupt schon iPhone? Ich glaube nicht. Wir haben ja auch so ein komisches Telefon hier. Better. So. Wir sind da. Und da raus. Jetzt bezahlen uns wenigstens gut. Diese Scheißmission, Junge. Ich hoffe nicht. Partner. Danke. Ja, ihr geht von der Tür nicht weg. So. Ach so, und du nimmst den Wagen und wir dürfen hier bleiben. Why not? Ja, speichern. Hä? Ich habe 0% Heli-Schaden und trotzdem kriege ich da kein Kreuz? Verstehe das, wer wolle. Gut, aber dann fahren wir jetzt als erstes mit dem Maverick. Es sei denn, ja gut, wir fliegen einfach mit dem Maverick und schauen, was uns hier für schöne Sachen. Ne, erstmal, Junge, mach mal vielleicht mal die Türen zu. Oder, na gut, vielleicht ist es ein bisschen heiß, kann ich wohl verstehen. Wenn das so heiß wie auf der Gamescom ist, dann lass mal die Türen offen. So, kommt ein bisschen Frischstoff rein, wobei hinten sind die auch eh offen. Ach, egal, es ist ja auch egal. Und wenn wir piepen, weil der Heli kaputt ist, aber obwohl wir nicht mehr dampfen. Wayne, ist doch alles hier kaputt. Gucken wir erstmal auf die Karte, ob wir irgendwo hin können, was Sinn machen würde. Sieht aber nicht so aus, to be totally honest. Irgendwie, ne? Wie zoome ich denn jetzt ran hier? Hä?
Nee, das ist doch hier Drogenkrieg. LG Cage Fighter. Achso, M, was ist M? Mamas Haus. Ach, können wir bei Mama was machen? Ja, dann fliegen wir mal zu Mama. Dann müssen wir auch mal nochmal guten Tag sagen und so unbekannte Anrufungen annehmen. Burrito! Junge, erzähl, was Sache ist, und dann fliegen wir dahin. Sonst wäre ich noch sauer. Komm zum Punkt. Sonst versuche ich hier halt durchzufliegen. Ha? Ha? Glaubst du, ich schaff das nicht? Okay, ich schaff das nicht. Nein. Oh. Egal, telefonieren wir halt weiter. Who cares? Kann ich jetzt durch den Fluss laufen? Anscheinend schon. Hallo, ich komme aus dem Fluss. Hallo. Na? Ich muss irgendjemanden erschrecken. Kommt da jemand? Hallo, jetzt komm. Ah, da kommt jemand, da kommt eine. Die ist auch irgendwie gar nicht schon irgendwie, die wundert sich, warum da ein kaputter Heli im Fluss liegt. Naja, in New York ist man ja auch irgendwelche Flugzeuge im Hudson gewöhnt. Also da macht man so ein kleiner Heli unter einer Brücke im Central Park, ist doch egal. So, scheiße, wie springe ich jetzt hoch? Nicht die falsche Taste drücken. Na, hoch, nein. Hallo, Junge. Wie gehe ich jetzt hier hoch? Jetzt, ja? Ich glaube, ich kann nur nicht hoch, weil hier so ein Scheiß... Oh, kann ich die gar nicht erschrecken, ey. Voll langweilig. So, jetzt aber. Na, hoch. Hallo. Na. Ist jetzt auch nicht so, dass hier eine Leiter ist, wo du hochgehen kannst. Ah, vielen Dank. So, hallo, Penner. Bam. Entschuldigung. Nein, Desi. Ja, okay, wir telefonieren einmal. Nothing like that. I'm just thinking you could put in some hours at the Masonette. Make sure we're running things to your exacting standards. Okay. I can handle it, bro. But if you want me there, I'll come by. Okay. Ist das jetzt eine Mission oder nur so Dance-Manson im Club? Nein, bitte die Karte angucken. Gehen Sie runter, zoomen Sie ran. Was steht denn da? Nein, das ist nur unser Haus. Wo war denn der? Der war doch hier irgendwo. Frau, Pain Spray, Club Management. Interessiert mich nicht, ich mache nur irgendwelche Missionen. Das, was ich brauche. So, na? Nein! Junge, ich wollte zu Mamas Haus. Und dann stürze ich in den Hudson River. Und währenddessen habe ich gar nicht mehr mitbekommen, was überhaupt der jetzt mir hier am Telefon gesagt hat. Vielleicht habe ich auch aufgelegt. Nee, ich glaube, ich habe noch irgendwie weitergeredet. Hallo, ich habe ein Messer, guck mich an. Show some respect, wie ich hüpfe. Guck mal, hallo. Guck mal, wie hoch ich hüpfen kann. 1, 2, 3. Junge, was? Du guckst mich nicht an, wenn ich was hier mache. Junge, das gibt einmal ein hier drauf. Nein. Oh, Junge, jetzt, was passiert hier? Jetzt werde ich hier glatt ein bisschen sauer. Und da muss irgendjemand für leiden. Und 1, 2, 3. Ich fuchtel mit dem Messer rum und dem Polizisten. Das wollte ich nicht. Ich dachte, ich bin noch weiter weg, Junge. Das war doch nicht mit Absicht. Komm, kleine Messerstecherei. Ist auch nichts Ungewöhnliches in New York. Hallo, ich habe ein Messer. Wollt ihr mir ein Auto geben? Ah, da vorne ist ein gutes. Babz. Tschüss. So. Jo, was? Keine Ahnung. Nicht verstanden. Au. Ha. Nein. Junge. Wieso? Nee. Das macht keinen Sinn. Wieso hatte der jetzt schon ein Maschinengewehr? Warum? Das macht keinen Sinn. Ist ja irgendwie so Terror-Merror-Gefahr im, Wie, oder wieso laufen die mit sowas? Warum habe ich meine Waffen? Ah, kein Problem, Junge. Jetzt bin ich aber sauer. So, Entschuldigung, ich muss so sein. Ist ja auch irgendwie vor der... Wenn man hier bei der Polizei... Nee, nur beim Hospital Center rauskommt, ne? Naja, da muss ja keine Polizei sein. Wollt ihr, jetzt geht nicht alle weg. Ich brauche auch noch irgendwie ein Taxi, was mich zu meiner Mama bringt. Oder bin ich nah bei meiner Mama? Ne, ich bin nah. Aber komm, dann fahren wir.
Dann nehmen wir mal. Finde ich ja nett, dass ihr mir gleich ein Fahrzeug hinstellt. Sehr gut. Auf geht's. Hall. Was? I kill you, Jung. Du bist Polizist. Du darfst mir doch nicht drohen. Du musst mal ein leuchtendes Vorbild sein. Wie so eine Kerze oder so. Nicht so. Nicht nur so eine Wunderkerze, die mal kurz brennt und dann plötzlich auch wieder denkt, nee, jetzt sag ich wieder kill you und so. Auf geht's zum Mama. Good day, Mama. A clocking off. Was clocken wir auf? Was soll das, Junge? Hallo, Baby. Hola, Mami, ¿cómo está? Yo, yo, what's up, man? Hey, what's up, man? Ay, Dios mío, mami, pero ¿qué es esto? You always taking care of the down and outs. Hey. I mean, it's a beautiful thing, but you gotta let them into the house? Aw. Mm-hmm. These are my boys, baby, just like you. I watch them grow up. Yeah, well, apparently your boys and your real son got some work to do. So, ladies, we gotta roll. Come on, let's go. Der Teller wird nicht leer, Jungs, das ist GTA, das heißt, ihr müsst nicht essen. So, ist auch noch alles fertig angerichtet, die Textur verändert sich nicht. Also so wie im Landwirtschaftssimulator, wobei die das, glaube ich, besser haben. Weiß ich gar nicht mehr genau. Egal. Ach, mach ich alles nicht, ich bin Steuerberater. Zur Schule? Nee. Nicht zu spät. I mean, but you got it all wrong. I mean, it's not like that anymore. You know, I know good people, I know bad people, you know, but I know the difference. Uh-huh. I mean, I know I made mistakes, but things are better now. I mean, how many times we gotta go over this? If things are better now, then why are you always like this? Oh, but you take the money, right? You take the fucking money every time. Get out of my house. What choice do I have? I lost my job. Yeah, well, call one of the other kids, the one you ain't ashamed of. Uh-huh. Warum macht sie das eigentlich nicht? Dann muss sie nicht mehr mit uns hier ab. Junge, habt ihr etwa gehupt? Das ist Fahrersache, Junge. Sie können nicht einfach auf die Hupe drücken. Seid ja echte Mongos. Begib dich zum Pier. Auf geht's. Was? Wessen Auto ist das jetzt hier eigentlich? Das ist, meins ist es nämlich nicht. Ja, mich macht ihr alle vier fertig, ehrlich gesagt. Ich verstehe euch einfach nicht. Oh, Monster Jam. Damn right. Das hat sich mal ein bisschen stoned angehört. Egal. Nein, lande bitte auf allen Vieren. Oh, 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 oh. Junge, perfekt gelandet. Oh, oh, nein, 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 nein. Alles gut. Er kann nicht ABC buchstabieren, gut. Aber er kann Gangbang. Okay. Warum nicht? Dann gehen wir wieder hier hoch. Nein. 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 So, fahr rückwärts rund. Junge. Interessant. Heiße Sache. Wir brauchen ein zusätzliches Paar. Aha. Aha. Und dafür braucht er mich. Okay. Okay. Alles klar. Okay, wahrscheinlich braucht ihr ein paar Waffen oder so, muss wieder was umschießen. Warum nicht? Weil alles aus dem Ruder geht, weil ihr dumm seid. Weil ihr nicht mal ABC, aber Gangbang buchstabieren könnt. Warum nicht GTA halt? Dann wollen wir dahin, hier rechts. Entschuldigung, musste sein. Nein, na, sorry. Warum kann man eigentlich kein Taxi benutzen, um zu einer Mission zu fahren, wenn man mit mehreren Leuten da ist? Irgendwie mehr. Deutlich entspannter, als dass man immer wieder mit schlechten langsamen Wagen über die halt durch die halbe Stadt fährt, nur um da ein paar Leute zu töten. Wobei, das ist jetzt ziemlich nah. Hätte ich jetzt ja gar nicht damit gerechnet, das ist aber sehr gut. Very good, dann können wir da unten ja direkt gleich mal einfach mal so ranfahren. Na, kein Stau. Oh, ich bin nicht so viele Autos gewöhnt, weil seit neuem PC ich kann die Verkehrsdichte hochstellen und so. Aber bin ich nicht gewöhnt. So viele Autos, so viele Menschen, Hilfe, kann ich gar nicht. Na. Bitch! Lass mich doch einfach durch, ja? Dann sind wir da auch gleich da, auch wenn ich hier wahrscheinlich wieder falsch bin. Warum auch immer. Scheiße. Junge, fahr doch selber, wenn du hier einen den Dicken markieren musst. Nee. Kann ich jetzt ja nicht ab. So. Hier, kleine Runde. Oh. Alter, es fängt gerade krass zu regnen an, falls ihr das hört.
Mann, nee, jetzt hat es wieder aufgehört. Was war das denn? Doch, jetzt regnet es wieder. Who cares?